Hallo und herzlich willkommen zu meinem Let's Play, ja, hier, The Oni. Ich hoffe mal nicht, dass es jetzt irgendwie allzu sehr stört draußen, weil bei unserem Nachbarn wird das Haus renoviert, also wurde renoviert oder so. Die bauen da jetzt die Gerüste ab und ich hoffe jetzt nicht, dass es irgendwie zu laut ist. Naja, wir sind hier bei einem. Ja, wir sind bei unserem Speicherpunkt stehen geblieben. Ich kenne mich eigentlich nur noch kaum mit der Steuerung aus. Und das Tolle ist, ich habe gerade gesehen, dass wir so einen kleinen, groß, keine Ahnung, Boss besiegen müssen, der mich gerade am Angreifen ist. Das macht sehr. Es fängt ja schon mal gut an, sagen wir mal so. Weil wenn ich jetzt auf Fortfahren drücke, bin ich direkt tot. Oder hab nur noch wenig Energie. Ja. Ach komm, wir versuchen es einfach mal. Jo. Hauen wir mal rein. Wie schießt man? Ah, okay. Was hat das? Komm, hallo! Okay, ich bin tot. Ich weiß nicht, wie lange ich jetzt schon aufnehme. Vielleicht eine Minute. Und ich bin tot. Ich könnte auch mal ein bisschen den Ton lauter machen. Weil wir hatten auch mal etwas Musik in diesem Let's Play. Ja, stellt euch das vor. Ja, ich bin echt am Überlegen, ob ich da jetzt Musik reinschneide oder nicht. Weil das ist doch echt leise, was da passiert. Naja. Ach komm. Das lädt so langsam. Was mir heute auch noch aufgefallen ist, das ist eine blaue CD. Da war auch beim Dennis, beim Zug Zui, die Crash CD, Crash Bandicoot. Die dreht sich immer. Wow. Wie schießt man denn? Mann. Okay, aufnehmen war, glaube ich, L3 oder R3. Genau. Alles klar. Was? Erdbeben? Nee, 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 hier nix Erdbeben. Och man, ich weiß die Steuerung nicht mehr. Ich hab echt null Ahnung. Bist du tot? Und ich bin tot. Ach, verdammt. Das ist echt. Ich wusste nicht, dass da so ein behinderter Boss kam, weil sonst hätte ich das letzte Mal hätte ich da weitergemacht. Weil es ist jetzt echt behindert. Ich habe das Spiel, keine Ahnung, seit einem halben Monat oder so nicht mehr gespielt. Und ich denke mal, über einen halben Monat. Also ich denke mal einen Monat oder so. Dann können die nicht direkt von mir verlangen, dass ich gegen so einen behinderten Boss. Ja gut, es ist meine Schuld, ich weiß, aber. Die hätte mal sagen können, dass da ein Boss kommt. Ja, ich hätte mir das auch angucken können, was als nächstes kommt, aber. Egal. So, weiter geht's hier. Ich weiß nicht, wie man schießt. Das muss ich unbedingt. L1? L1. Ah, R1. Alles klar. Okay, der ist schon gelb. Wo bist du? Da bist du. Behinderter Spasti. Was ist das? Okay,
Okay, das ist meine Waffe. Boah, ich hab echt Probleme. Der hat echt voll die behinderte Stimme, der Typ. Ah, okay, R1 ist auch noch schlagen, alles klar. Und der ist bald tot. Was macht der? Nee, nicht hier stärker und stärker. Du tust dich mal nicht hier. Ich weiß nicht, was du machst. Also, du... nicht hier irgendwas benutzen, was deine Energie wieder auffüllt. Das kannst du mal gerade knicken. Boah, der ist doch fast tot, hallo? Oh, komm hier. Stärker und stärker. Ja! Ich hab ihn geschafft. Du bist stark, aber es ist noch nicht vorbei. Noch lange nicht. Wo ist sie? Sie ist auf dem Weg. Alles klar. Neues Ziel erhalten. Select-Taste. Muro und seine Striker sind in diesem Labor, in dieses Labor gelangt, um Ausrüstung für experimentelle Genchirurgie zu stehlen. Die Teams des TCTF können das Gebäude nicht betreten, bis das Haupttor und die Türen des vorderen Foyer geöffnet werden. Die Steuerung befindet sich im Sicherheitsturm in der Mitte des Labors. Gelangen Sie durch das Gebäude nach oben und betreten Sie den Turm durch die Türen auf dem Dach. Okay, Hinweis. Die Wissenschaftler werden angegriffen. Vielleicht können Sie nützliche Ausrüstung erhalten. Von den toten Wissenschaftlern dann. Alles klar. Ich habe hier eine Menge Scanner-Interferenzen. Aber laut Berichten aus dem Forschungslabor sind Truppen des Syndikats überall im Gebäude. Ich glaube, sie suchen nach Forschungsdaten. Aber es ist schwer zu sagen. Alles klar hier. Die Scheiße, die ist total lahm. Ich will... mach die weg! Ah, mit 3 lässt man sie fallen, alles klar. Ich hatte heute meinen 2. Schultag. Also, was heißt meinen 2. Schultag? Den 2. Schultag für dieses, Schuljahr, sag ich mal. Warum? Nö, ich hoffe, da war ein Speicherpunkt. Ach, das war doch doof. Ja, jedenfalls im zweiten... im dritten... in der... oh, mein... es juckt. So, im dritten Beruf... nicht Berufsschuljahr, im dritten Ausbildungsjahr, so. Mein Gott. Heute der 2. Schultag. Wir hatten 2 Stunden früher aus. Das fängt doch super an, finde ich. So. Komm jetzt, Lad. Ich will jetzt nicht nochmal gegen den Typen da kämpfen. Das sieht nicht gut aus. Das sieht überhaupt nicht gut aus. Ding lässt immer gerade wieder fallen.
So, das mache ich jetzt die ganze Zeit bis hier, bis dir. Mit dir, du bist du tot, bist du Penner. Nicht machen! Das zieht mir Energie ab. Oh, was war. Nix hier, Erdbeben hier, fick. Ich bin tot. Schokolädchen, Kinderschokolade, habe ich voll Bock drauf. Liegt doch ganz zufällig bei mir im Bett. Ganz zufällig. Macht sehr gut. Aber die sind immer so klein. Kann man viel, viel mehr von essen, ey. Was trinken will ich auch noch gerade schnell? So. Oh. Was hat er gerade gesagt? Erdbeben? Erdbeben. Oh Mann, das ist so unfair. Ich will auch Erdbeben können. Blöd, Mann. Haha, Beine weggezogen. Bitte sei tot. Der ist gesprungen. Ich hätte ihm gar nicht die Beine wegziehen können. So. Bist du tot? Nein. Stärker und stärker. Erdbeben. Nein, nichts Erdbeben hier, du Penner. Ach nö. Ich hab nur Pissenergie, ey. Ach, scheiße, ey. Ich werde nicht jetzt an dem Typi da irgendwie. Was macht der denn? Irgendwie. Keine Ahnung, irgendwie hängen bleiben oder so. Ich habe den doch eben geschafft, das kann doch nicht sein. Dann laden wir neu. Ich weiß nicht, warum das Spiel dafür so lange braucht, weil es ist ja jetzt nicht so, als ob wir irgendwie weitergekommen sind oder so. Aber ich werde mir jetzt erstmal Chips reinziehen, so eine kleine Packung. Vom Dennis. So. Sehr, sehr lecker. Ich glaube, das wäre cool, wenn ich den so fertig machen könnte. Ah, nee, doch nicht. Ja, voll die Mega-Kombo, ey. Hallo? Stärker und stärker.